Und Start ist frei. Zum sechsten reinen Start ist wieder frei. Meter jetzt noch bis zur Startmarke und das Feld ist unterwegs. Zum Preis von Dieppe, unsere heutige Abschlussprüfung läuft. Niki Lauda Zeder mit dem besten Antritt geht hier zunächst an die Spitze. Ganz außen auch Orlando Attack flott abgekommen. Nitro Greenwood nach einem frühen Fehler schon raus. Und Niki Lauda C führt vor Orlando Attack. Dahinter ist dann Amel in der dritten Position. Zwei, drei Längen Rückstand dann bis zu Eagle's Path an vierter Stelle. Dahinter dann wieder eine kleine Lücke, allerdings nur zu All My Dreams an der Innenkante. Dahinter ist dann Nadia zu sehen. Und jetzt nach 500 Metern 1:10.8 die erste Zwischenzeit. Niki Lauda C vorn, Niki Lauda C führt vor Orlando Attack, dann Amel und Eagle's Path, das sind die ersten vier. Fünfte ist All My Dreams, Rang 6 gehört Nadia, dann E-Lady Riz mit außen Agathos und Sarmat am Ende des Feldes. Eine Runde noch zurückzulegen und Niki Lauda C weiterhin mit der Führung vor Orlando Attack, der sich hier ziehen lassen kann. Rang 3 gehört Amel, vierter ist Eagle's Path, dann All My Dreams und da geht jetzt Nadia in die Außenspur und versucht sich hier langsam zu verbessern. E-Lady Riz dahinter und die letzten beiden sind Sarmat und Agathos. 20:04 der zweite Abschnitt. Eine Runde ist jetzt gleich zurückgelegt und die Führung weiterhin bei Niki Lauda C. Dahinter Orlando Attack, Eagle's Path. Außen zieht jetzt Nadia auf. Da versucht sich dann E-Lady Riz dran zu hängen. Amel innen. Jetzt geht auch All My Dreams in die zweite Spur und versucht hier ebenfalls noch einmal nachzusetzen. Auf dem Weg in den letzten Bogen, aber Niki Lauda C weiterhin vorn. Zwei Längen vor Orlando Attack. Außen Nadia und an der Innenseite, das ist Eagle's Path. 15:04 der dritte Abschnitt. Niki Lauda C, Orlando Attack. Innen Eagle's Path, außen Nadia, dann E-Lady Riz und All My Dreams. So kommen sie auf die Zielgerade zu. Niki Lauda C im Vorteil. Zwei Längen immer noch. Orlando Attack versucht es, kommt aber nicht näher. In der Mitte Eagle's Path. Dann versucht es auch Nadia mit E-Lady Riz. All My Dreams innen. Vorne marschiert Niki Lauda C. Und Bas Grevers hat es vorhin im Siegerinterview angekündigt. Wir hoffen hier auf den Sieg. Rechtsrum geht das Pferd besser. Und das zeigt er jetzt auch. E-Lady Riz dahinter noch auf dem zweiten Platz. Orlando Attack dritter. Eagle's Path vierter. Nadia fünfte. All My Dreams sechste. Dann Agathos und Sarmat vor Amel. 15:01 die letzte Zwischenzeit.